Diese Mannschaft strahlt im Moment eine sehr positive Energie aus. Die Mannschaft strahlt den großen Willen aus. Sie strahlt in allen Aufgaben, die ihr bisher gestellt wurde, auch in einem hohen Takt und in einer großen Unterschiedlichkeit, sei es Champions League, Auswärtsspiel Wolfsburg, Heimspiel Darmstadt, Heimspiel gegen Freiburg, die Fähigkeit aus, sich darauf einzulassen und sich auf den Punkt auch zu konzentrieren. Wir brauchen morgen einfach auch den gleichen Mut wie in einem Bundesligaspiel. Wir brauchen den gleichen Mut wie in Polen. Wir brauchen aber die gleiche gegen Legia. Wir brauchen die gleiche Überzeugung und wir brauchen die gleiche Freiheit. Natürlich ist es ein großer Gegner, ein großer Name, der größte Name vielleicht im Weltfußball. Es wird eine unglaubliche Atmosphäre herrschen bei uns im Stadion mit Gareth Bale und Cristiano Ronaldo und Morata oder Benzema. Es ist natürlich ganz außergewöhnliche Qualität und das allerhöchste Niveau. Deshalb brauchen wir die allergrößte Aufmerksamkeit. Wir brauchen viel Fleiß, wir brauchen eine große Solidarität und viel, viel Hingabe im Umschalten von Offensive auf Defensive. Cristiano ist einer der besten Fußballer der Welt und ein unglaublicher Gewinner, der in jeder Phase in der Lage ist, seiner Mannschaft zu helfen, auch alleine durch Präsenz zu helfen, durch Ausstrahlung zu helfen. Und deshalb stellen wir uns auf das beste Real Madrid ein, das es gibt.